Hier habe ich einen Golf 5. Ruft die Kundin mich an, ist eine nette Dame. Dann wäre das Auto ausgegangen. FSI heißt in der Regel nichts Gutes. Ja, das soll sich ja auch bewahrheiten. Normal sollte man das nicht mehr machen, den Wagen jetzt einfach nochmal zu starten. So, weiter geht's. Wir werden jetzt als erstes, bevor wir groß anfangen, hier den Zylinderkopf abzubauen, werden wir mal die Steuerzeiten prüfen, weil das einfach die beste Möglichkeit ist, jetzt um zu sehen, liegt es an der Steuerkette, wovon wir aber ganz stark von ausgehen. Und ja, das werden wir jetzt mal machen. Dafür müssen wir jetzt ein bisschen freibauen. Und dann schauen wir uns das mal an. Steuerzeiten sind jetzt eingestellt. Das heißt, hier, das ist so eine Besonderheit bei dem TFSI oder FSI. Hier kommt in den ersten Zylinder kommt eine Messuhr rein. Und da wird der erste Zylinder, sprich der Kolben, so hochgedreht, bis der Zeiger stehen bleibt. Den haben wir jetzt genau auf die Null gerichtet. Das heißt, hier ist er jetzt im OT-Punkt. Und auf der anderen Seite, da macht man hier die Deckel von der Nockenwelle ab. Oder von dem Nockenwellenkasten. Da sieht man da so kleine Kerben oder kleine Löcher. Und die Löcher müssen hier mit dem Spezialwerkzeug übereinstimmen. Das hier. Und das setzt man so an. Und wie man sofort sehen kann, passen die Löcher nicht übereinander. Links wird es passen, aber rechts steht es viel zu weit unten. Ne, das müsste rechts höher stehen. Also ist die rechte Nockenwelle, hat sich total verdreht. Auf der Seite, wo, glaube ich, auch der Nockenwellenversteller sitzt. Also brauchen wir hier gar nicht weiter nach Steuerzeiten gucken. Das heißt jetzt ganz klar, Zylinderkopf runter. Als erstes hier der Stirndeckel ab vom Steuergehäuse. Ja, und dann werden wir da schon sehen, wie die Steuerkette aussieht. Ob die übergesprungen ist oder ob da der Spanner sich aufgelöst hat oder keine Ahnung. Müssen wir gucken. Müssen wir jetzt einfach weiter auseinandernehmen. Und wir hoffen einfach das Beste. Ja, jetzt sieht der Motor auf jeden Fall schon mal nackter aus. Die Ansaugbrücke muss natürlich ab. Dann der Krümmer. Hier das ganze Geraffel. Steuergehäusedeckel haben wir jetzt abgemacht. Und man sieht auf jeden Fall, der Spanner da unten, der ist komplett bis zum Ende rausgefahren. Der hat also keine Funktion mehr großartig gehabt, weil der schon am Anschlag ist. Und ja, die Steuerkette, die ist auf jeden Fall ohne Ende gelenkt. Hier auf der Seite, ich dachte, der hätte hier einen Nockenwellenversteller, hat er aber gar nicht. Hier ist er dann übersprungen, die sitzt jetzt gerade stramm, aber das muss nichts heißen. Und was auch aufgefallen ist, der Stirndeckel. Der hat hier oben, ist er richtig schön eingeschliffen. Ja, von der Kette halt, also das muss auf jeden Fall schon etliche Kilometer gewesen sein. Sowas kommt nicht mal eben jetzt in 1000 Kilometern oder in 5000. Ansonsten sieht der Deckel gut aus. Den kann man trotzdem wieder benutzen. Ja, sonst sieht man hier, glaube ich, sieht man nichts. Wir werden die Kette jetzt abnehmen und dann gucken wir uns die nochmal genauer an. Die neue habe ich schon da. Vielleicht können wir mal vergleichen, so die Länge. Dann als nächstes, ja, nehmen wir den Kopf ab. Die Zylinderkopfhaube nennt die sich hier, der Ventildeckel, da sind die Nockenwellen drin. Der ist auch aufgeklebt. Da ist keine Dichtung und dann schauen wir uns mal die Ventile gleich an. Mal gucken, ob da noch was zu retten ist oder nicht.
das ja nicht beim Anmachen passiert ist, sondern also beim Starten, sondern beim fließenden Verkehr, so bei 50, 60, meinte die Frau, dann wird es auf jeden Fall übel aussehen. Nützt nichts philosophieren hier, müssen wir weiter auseinandernehmen und gucken. Also, wir waren fleißig. Zylinderkopf ist ab. War auf jeden Fall viel Arbeit. Da liegen hier die ganzen Teile. Das ist alles nicht mal eben so an so einem Nachmittag gemacht. Ne, das nimmt schon Zeit in Anspruch. Ja, was gucken wir uns als erstes an? Die Kolben oder den Zylinderkopf? Ich glaube, wir gucken uns die Kolben an. Ich hole mal eine Lampe. So, was wir als erstes sehen, die sind auf jeden Fall schön verkokt. Das ist aber meistens so, was doch eigentlich gar nicht so schlimm ist. Aber wir suchen jetzt nach Aufschlagspuren. Auf den ersten Blick sehen die gar nicht so schlecht aus. Also ich weiß nicht, ob man es jetzt so an der Kamera sieht. Ja, die haben auf jeden Fall aufgetickt. Ne, das war uns sowieso klar. Aber ich habe auch schon schlimmere Einschlagspuren gesehen. Man sieht diese Einkerbungen, die sind original. Ne, also es hat jetzt nicht das Ventil da reingepresst. Das ist original. Man sieht auf jeden Fall, da ist so ein bisschen heller. Ne, da haben die Ventile auf jeden Fall aufgeschlagen. Ja. Aber eigentlich würde ich sagen, nicht so schlimm. Das werden wir jetzt auch an dem Zylinderkopf sehen. Nicht so schlimm, dass jetzt die Pleuellager gelitten haben. Also man kann es auf jeden Fall drin lassen. Gucken wir uns mal den Zylinderkopf an. Hier sehen wir sofort die Einlassventile. Die haben hier überall so eine abgeschliffene Spur. Ja. Also da haben die auf jeden Fall aufgetickt. Aber wenn man so jetzt im Groben drüber guckt, ich habe auch schon Ventile gesehen, die standen dann weiter auf. Man sieht, wenn man es von der Seite guckt, dass die Einlassventile alle so ein Stückchen noch aufstehen. Die Auslassventile, die sehen irgendwie gar nicht so schlimm aus. Also ich glaube, die haben gar nicht aufgetickt. Aber wo wir dabei sind, machen wir sowieso trotzdem neu. Man kann da nicht nur jetzt auf einmal hier alle Einlassventile machen. Wenn man sich gar nicht sicher ist, also klar, hier sieht man es ein bisschen, dann kann man auch hier erstmal haben wir die Zündkerzen reingemacht, dann können wir Benzin nehmen oder Bremsenreiniger und hier einfach mal so reinsprühen. Und dann kann man direkt sehen, das muss eigentlich dicht sein, das heißt, das muss da drin stehen, aber hier läuft sofort wieder raus. Ne? Die sind hier genauso. Dritter Zylinder oder der zweite ist das. Ja, da läuft es ein bisschen langsamer. Das war ja auch der hatte glaube ich 2 oder 3 Bar Kompression noch. Läuft aber auch raus. Und der erste auch total, läuft sofort durch. Ne, im besten Fall muss das drin stehen bleiben und über Stunden darf das nicht absacken. Ja, dann finde ich, dann sieht das ja alles gar nicht so schlecht aus. Die Ventile machen wir neu, die Ventilschaftdichtung machen wir neu. Dann gucken wir uns die Ventilführung an. Ich glaube aber nicht, dass die Ventilführungen jetzt gerissen sind oder kaputt sind oder sonst was. Das sieht alles gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, da werden wir keinen neuen Motor brauchen oder einen Austauschmotor. Wer weiß auch, wie der Austauschmotor ist. Ne, gerade bei dem 1.4er. Da bin ich mir nicht so sicher, wenn wir jetzt einen Austauschmotor holen, dass da die Steuerkette schon mal gewechselt worden ist. Und da kann es halt sein, dass wir da in ein paar Monaten das gleiche Problem nochmal haben. Und ja, wir können uns ja nochmal die alten Teile angucken. Da ist die alte Zylinderkopfdichtung. Ne, sowas kommt alles neu. Die sämtlichen Dichtungen von der Ansaugbrücke, diese Gummiringe kommen neu.
von dem Flansch hier, von dem Wasserflansch, die Dichtung kommt neu, Krümmerdichtung. Ne, wo man einmal dabei ist, da muss man alles, alles was man, wo man drankommt, austauschen, dass man nicht hinterher wieder anfängt, alles auseinanderzunehmen. Wir gucken uns mal die Teile an. Hier sind die alten Gleitschienen, hier ist die Steuerkette, hier ist der Spanner, der ist komplett rausgesprungen. Ne, so, die Zahnräder hier, die kommen neu. Das ist der Ventildeckel. Das ist hier die Einspritzpumpe. Die kann man drauf lassen. Der Ventildeckel, der wird wieder mit so einem Dichtungsmittel draufgeklebt. Hier sind schon die neuen Teile, die neue Kette. Hier sind die neuen Ventile. Hier sind die Ventilschaftdichtung, Zahnräder. Dann hier noch eine Steuerkette. Das ist die für die Ölpumpe. Die macht man auch direkt mit neu, weil, ja, wenn man einmal dabei ist, das ist hier das untere Ritzel. Und das ist hier die neue Stirndeckeldichtung. Ja, da fehlt bestimmt noch was, also da muss ich bestimmt noch ein paar Sachen bestellen. Aber jetzt wissen wir schon mal, was los ist. Ich denke, das wird mit neuen Ventilen wird erledigt sein und dann wird das Auto wieder lange laufen. Aber bis dahin sind es noch ein, zwei Tage Arbeit. Das war die Ursache. Da haben wir auf jeden Fall Glück gehabt, weil die Frau ja meinte, sie wäre bei 50, 60 km/h. Die hat auch übrigens schon gefragt, wie es ihrem Auto geht. Meinte, das wäre im Fahren passiert und ja, vielleicht war sie mit der Drehzahl nicht so hoch. Also ich glaube, wir haben da echt Glück gehabt, im Glück, im Unglück. Hätte auch schlimmer aussehen können. Ne, ich habe schon gestauchte Kolben gesehen und dann müssen wir auf jeden Fall, die Ölwanne muss noch ab, die ist noch dran. Da ist auf jeden Fall noch Arbeit. Das war's jetzt erstmal. Und das nächste wird sein, der Zusammenbau. Dann hoffen wir, toi toi toi, dass der Wagen anspringt und vernünftig läuft. Das war's und tschüss.